Sie streckt ihre Hand aus. Darf ich dich anfassen? Juvinia nickte kichernd und hielt ihren Arm hoch. Miriam strich über die Finger des Mädchens. Sie fühlten sich samtig an, so wie die Kugel in ihrem Traum. In der Aktion Österreich liest werden Autorinnen und Autoren in die Bücherei in der Arbeiterkammer in Klagenfurt und in Villach eingeladen. Wichtig ist, dass auch Kinder und Jugendliche mit Büchern und mit Literatur in Kontakt kommen, und dies ist eine gute Gelegenheit dazu, dass wir Schulklassen einladen, Volksschulklassen auch, um Kinderbücher, Bücher, Büchereien kennenzulernen. Das Buch heißt Juvinia, Besuch aus dem All, und es handelt von einem Mädchen, das von einem anderen Stern auf die Erde kommt. Und ich glaube, imaginäre Freunde sind in einem bestimmten Alter für Kinder etwas extrem Interessantes und Wichtiges, einen Freund zu haben, der Dinge kann, die man selbst nicht kann. Außerdem war es schon spät. Herr Schweiger, ihr Englischlehrer, fand zu spät kommen überhaupt nicht witzig. Sie betrachtete Juvinia, die sorglos auf dem Boden saß. Du kannst mit mir auf keinen Fall nach unten gehen. Meine Eltern glauben nicht an Außerirdische. Ich sehe es auch als meine Aufgabe, mit meinen Büchern den Kindern Spaß zu vermitteln und Aufmerksamkeit, dass sie wirklich Lust haben zu lesen. Denn der erste Eindruck vom Lesen von Büchern ist der wichtigste. Und wenn man auf diesem Weg nicht nur die Bücherei der Arbeiterkammer kennenlernt, sondern auch das Medium Buch kennen und schätzen lernt, ist das ganz wichtig für die Entwicklung von Jugendlichen und Kindern.